Wir begrüßen Sie heute vor dem Jagdschloss der Firma Wiesmann. Wir wollen euch drei Grillboxen vorstellen. Eine Grillbox Feinschmecker, eine Grillbox Barbecue und eine mediterrane Grillbox. Der Fabio und ich, wir werden die Zutaten auf den Grill zubereiten, sodass ihr es zu Hause schön nachgrillen könnt. Heizen Sie zunächst den Grill auf 220 Grad vor und achten Sie hierbei darauf, dass Sie zwei Temperaturzonen haben, beispielsweise durch das Platzieren der Kohle. Benötigt wird später einmal direkte und einmal indirekte Hitze. Nehmen Sie zunächst die Gemüseantipasti, den Nudelsalat und den Brownie aus dem Kühlschrank, damit diese etwas temperieren. Sobald der Grill die Temperatur erreicht hat, können Sie den marinierten Rücken vom Salzwiesenlamm und das gefüllte Filet vom Havelländer Apfelschwein auf den Rost in die direkte Hitzezone legen und den Deckel schließen. Nach etwa 3 Minuten den marinierten Rücken vom Salzwiesenlamm und das gefüllte Filet vom Havelländer Apfelschwein wenden, die gefüllte Spitzpaprika auf den Rost in die direkte Hitze legen und ca. 3 Minuten bei geschlossenem Deckel rösten. Nun legen Sie das gefüllte Filet vom Havelländer Apfelschwein und den marinierten Rücken vom Salzwiesenlamm in die indirekte Hitzezone. Dieser sollte nun ca. 59 Grad Kerntemperatur haben. Wenden Sie nun die gefüllte Spitzpaprika, legen Sie die Wiesmann Rindsbratwurst in die direkte Hitze und verteilen die Rosmarinkartoffeln auf den Grill. Nach ca. 3 Minuten können Sie die Wiesmann Rindsbratwurst und die Rosmarinkartoffeln wenden. Anschließend die Focaccia auf den Rost und das Zanderfilet im Holzpapier auf die Rosmarinkartoffeln legen. Den marinierten Rücken vom Salzwiesenlamm vom Grill nehmen und diesen nun etwa 3 Minuten ruhen lassen. Nun können Sie das gesamte Grillgut vom Rost nehmen. Während Sie anrichten, können Sie den Lammrücken für 1 Minute mit einem Zweig Rosmarin erneut auf den Grill legen, um diesem den letzten Schliff zu verpassen. Unser Tipp: Den Brownie können Sie nach Geschmack auch für ca. 1 Minute auf den Grill legen und anschließend lauwarm genießen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir wünschen Ihnen guten Appetit und viel Spaß beim Nachgrillen.